In der letzten Episode haben wir noch bei den Holzfällerbaracken vorbeigeschaut, Gott sei Dank, weil wir dort Streichhölzer gefunden haben. 12 Stück. Wir müssen da sehr, 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 sehr vorsichtig sein damit. Ja, natürlich. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 30. Der Vergangenheitstobi hat uns da einen Bärendienst erwiesen. In dem Fall eher einen Wolfsdienst. Wir haben eine Töle vor dem Haus. Und wir können ja mal gucken, ob sie noch da ist. Ja. Das könnte man so sagen. Sie ist noch da. Sprintkreisel ist noch nicht wirklich voll. Dann würde ich sagen, wir warten mal vielleicht so eine halbe Stunde. So was in der Dreher. So, ist sie denn jetzt noch da? Tja. Wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann heißt es jetzt, es ist natürlich sehr, sehr windig. Das ist nicht gut für ein Feuer. Wenn wir gerade hier oben lang gehen, um mal zu gucken, ob man den Wolf sieht. Und hier. Das sieht aber nicht so aus. Okay, was sagt die Temperatur? Minus 12. Okay, das ist nicht warm. Ja, ich denke, der Wolf wurde zurückgesetzt. Ja, reicht ja auch. Gut, das heißt, wir haben den Hirsch von Jeremias, was auch immer, Schuppen abgekrabbelt. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Der braucht natürlich jetzt ein paar Tage, bis der fertig ist. Und in der Zwischenzeit müssen wir uns halt anders beschäftigen. Das heißt, mit anderen Hirschen. Das Problem ist halt, wenn es so kalt ist, kommen wir nicht sehr weit. Nicht so kalt, so windig. Weil wir können ja kein Feuer machen. Ich will das jetzt auch, ich guck gerade noch mal, wie viel Wasser haben wir eigentlich? 10,86 Liter. Okay, dann sind wir jetzt so eine Art Wassertransport. Erstmal ins Lagerbüro. Ich will so schnell auch kein Feuer machen. Wir haben halt nicht viel Chancen, wenn der Wind abheppen würde. Das würde halt schon viel bringen. Da könnte man... es gibt einen Hirsch ja in Ellens Höhle. Oder vor Ellens Höhle, dieser Lichtung. Ja, und ansonsten halt namenloser Teich, die Hütte dann dahinter. Ne, zwischen namenloser Teich und... wie heißt's? Jeremias Hütte, ja richtig. Da haben wir auf jeden Fall einen Hörstand an dem kaputten Turm. Wo ich da gerade sehe. Jede Menge hinter und einen vor dem Damm. Bringt aber alles so nichts, wenn man nicht Feuer machen kann. Na, das Problem ist halt, der Wind kann halt drehen. Okay. Dann nehmen wir vielleicht noch ein paar Bartflechten mit. Das ist ja dann auch ganz praktisch, wenn wir da schon was vorrätig haben. So. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir diesmal gar nicht so groß die Hirsch auseinandernehmen Aktion jetzt schon machen. Wie im vorherigen Leben, wo wir uns ja sehr, sehr intensiv damit beschäftigt haben, uns erstmal eine gute Rüstung, also Kleidungsgeschichte mäßig halt zu machen. War man natürlich auch gezwungen wegen dem Bärenangriff, aber wir haben ja davor auch schon angefangen. Und
sondern das ein bisschen früher anzugehen. Das Problem ist halt, uns fehlt ein Hammer. Und wir haben jetzt hier in der Gegend keinen gefunden. Ich meine, wir können natürlich jetzt drauf setzen und sagen, okay, dann finden wir halt einen bei... bei der Schmiede, aber das ist, beziehungsweise bei diesen Baracken. Aber das ist ja leider nicht sicher. Wir haben doch keinen Hammer, oder? Bin ich da jetzt irgendwie falsch? Doch, wir haben Hammer. Na dann, müsste man ja eigentlich nur noch Material sammeln. Na ja, gut. Wisst ihr? Bräuchte man das gar nicht so auf die lange Bank zu schieben. Da drüben ist übrigens auch ein Steinmännchen gewesen. Da taucht es wieder auf. Interessant. Ja, es gab ja eine Diskussion wegen diesen Karten. Der Raphael van Dierop ist ja der Meinung, man soll gar keine Karten benutzen. Dem stimme ich aber nicht ganz zu, weil das Problem ist, die Kartenzeichenmechanik ist halt nicht so wirklich gut. Dass du dich halt hundertprozentig drauf verlassen kannst. Also wenn ich jetzt von irgendwo zeichne, ihr kennt das ja mit diesen schwarzen Bereichen, die dann mal ausgespart werden und so. Und das ist ja manchmal schon ein bisschen zum am Kopf greifen, wie idiotisch das ist. Hier geht der Wolf, der geht weg, okay. Ist ja manchmal ein bisschen idiotisch, wie das ist, weil der, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Hang stehst, du würdest da, gut, das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel, aber ich sag mal, die Aussicht zum Beispiel, der Seeausblick. Achso, da oben müsste man nochmal hin, stimmt, ich glaube, da waren wir noch nicht. Du kannst ja dann von dem Ausblick eigentlich alles zeichnen, das heißt... Da müsste ja eigentlich die Zeichensystematik sein, dass du das halt dann entsprechend mit drauf zeichnest. Vielleicht auch mit schwarzen Schatten da, wo du halt nicht siehst, okay. Aber das ist ja immer nur in der Ebene. Das heißt, immer nur horizontal wird das halt bis zu einer gewissen vertikalen Abweichung. Wir haben halt wahrscheinlich plus minus ein paar Meter rauf und runter, wo die Sachen noch eingezeichnet werden. Da vorne ist wieder ein Wolf auf dem Eis. Mhm. Trotzdem, dass es so kalt ist, hat sich die Temperatur gehalten. Interessant. Das ist wahrscheinlich wegen dem 2X. Nehme ich mal an. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Achso, ist ein Rohrkolb. Ich kann nicht, was ist das denn? Ach du Schande. So, das heißt jetzt erstmal Wasser raus. Damit wir da mal ein bisschen leichter werden. Ja, komm, machen wir gleich 9 Liter. Ja, und also meiner Meinung nach müssten sie die Kartenzeichenmechanik aufbessern, damit man wirklich sagen kann, okay, ich verzichte komplett auf externe Karten, die halt zum Beispiel von der Whiteberry gezeichnet wurden. So, wie viel Metallschrott haben wir denn? Das sind 4 Stück, okay. Das ist noch nicht wirklich viel. Wer ist dabei? Leider nicht. Ich müsste mal das Fleisch vor die Tür legen. So, wir kennen den beliebten Ort. So, ja, die Lampe, die müssen wir jetzt mal mitnehmen, weil das Problem ist sonst, wir hatten das mit der Höhle hinter Jeremiahs Hütte, da kommen wir nicht durch, weil sie die jetzt dunkel gemacht haben. Ja, was willst du da machen? So ist es halt. So, Altholz. Was sonst noch was an Holz? Nix, außer die 50 Stöcke. Die Kleidung haben wir alles an, bisschen Futter, Töpfe, Hammer. Ja... Sachen nach unten ablegen und dann sind wir ja auch schon wieder durch. Wir brauchen halt mehr Futter, damit wir da mal ein paar Sachen lernen können. Wie ist denn das mit dem Buch? 10 Punkte, okay. Das kann, sehe ich von hier aus nicht. Das ist sehr schade. Okay, da kommen wir nicht komplett drauf. Krass. Ja. Kommen wir nicht komplett drauf. Ja, wir haben auch keine Bügelsäge, weil wir noch keine Bügelsäge haben. Ja. Ja, deswegen, also ich fände halt, kartenzeichenmechanisch müssten sie das ein bisschen besser machen. Sie müssten dann wie so ein Kegel, Sichtkegel sozusagen, den du ja siehst. Du hast es ja, wenn man jetzt sagt, du guckst jetzt hier drauf,
Dann siehst du ja ein Stück von der linken Wand. Du hast ja so einen Bereich, den du halt siehst. So. Und den müsste man halt einzeichnen, sozusagen. Und nicht nur horizontal. So, wir müssen uns ein bisschen aufwärmen. Ja, ja, klar. Wie fühlt sich das an? 5 Grad und das dauert so lang, krass. Okay. Dann, nee, Quatsch, Material war das ja. Nee, was? Material? So, die Federn wieder hier hinein. Da haben wir auch schon guten Schwung dabei. Ja. Ja, ich hatte mir halt überlegt, ob man nicht einfach sagt, man guckt einfach, dass man dann einen guten Vorrat an Altmetall hat. Davon haben wir jetzt erst 4. Wir können halt nichts auseinandernehmen, weil uns die Bügelsäge fehlt. Das heißt, wir können nur alles aufsammeln, was wir halt haben. Haben wir jetzt noch nicht wirklich viel gefunden. Kohlen haben wir noch gar keine, wie wir gesehen haben. Genau, das sind die Hirschkadaver. Bei Triebwagen. Ach stimmt, da gibt es ja auch noch einen, ja. Rehfälle 4, Tag 4. Bei Abholung durch Höhle Richtung Milden. Ah ja, genau. Das machen wir dann. Okay, alles klar. Ja, Feuer machen haben wir natürlich noch nicht wirklich viel geschafft, wie es wohl kommt. So, dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal eine kurze Wartung. So, da sind wir jetzt erstmal voll. Oder fast. Das wäre natürlich jetzt ideal, um Hirsche auseinanderzunehmen. Gut, da oben an der Lichtung gibt es ja einen. Dann machen wir das. Ah ja, Zugkrähen. Also da fände ich halt die Zeichenmechanik ein bisschen dahin auf jeden Fall verbessern. Und sie müssen halt meiner Meinung nach noch einführen, dass halt diese, zum Beispiel diese Steinmännchen drin sind. Von mir aus nur als Punkt. Das reicht ja. Oder als, ich sag mal, so nur wenige Pixel großes Symbol. Das kann man ja machen. Und Custom Marker. Das wäre halt echt so ein Ding, dass du halt wirklich so eigene Markierungen auf der Karte setzen kannst. Wahrscheinlich müssten sie da viel überarbeiten, aber das wäre halt, dann hättest du halt wirklich so eine Karte, die halt wirklich super vollständig wäre und auf die du dich dann verlassen könntest. Du könntest, meiner Meinung nach, müsste es sogar so sein, dass jedes Icon, was auf der Karte ist, also, okay, schlechtes Beispiel, falscher Modus. Ja, da müsste man eigentlich in dem anderen Modus darüber philosophieren. Ja, die Marker müsste man irgendwie entweder kann man Farben durchklicken, dass man halt was weiß ich, dass man halt ein paar Farben hat, 4-5 Farben, das reicht ja, dass man sich nach verschiedenen Kriterien durchklicken kann und vielleicht auch einen kurzen Text dazu. Geht ja nicht darum, dass man hier einen Aufsatz dazu schreibt, aber einen kurzen Text, das würde schon helfen. So, mein Guter. Würde ich sagen. Dann machen wir als erstes hier ein Feuer. Der Hoffnung, dass der Wind nicht wieder auffrischt. Aber dann machen wir das ein bisschen in dieser Mulde. So. Ja. Ja, Maus gedrückt halten und so. Da war doch was. War da nicht was? Nee. Doch. Ja, doch. Nein, oh. Ja. Ich bin eh ein Idiot. Das ist ein Mist. Wir haben doch die Lupe. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Gut. So, dann kann der Gute nämlich mal auftauen. Halt, wo steht er? 94% immerhin schon. Töpfe haben wir hier jetzt allerdings ohne Probleme. Komm, machen wir einen halben Liter. Erstmal nur. Wollen es jetzt nicht übertreiben. Ja, die Kaninchen sind später dran. So, dann sammeln wir gleich wieder Stöcke auf. Gut, aber ich meine, das ist ja mit jedem Feature, was man in einem Spiel hat. Oder generell, ich meine, selbst wenn man jetzt eine Web-Anwendung hat oder irgendeine App oder ein Programm, was weiß ich, fällt einem ja immer ein, was man anders machen könnte. So ist es halt. Du kannst nicht alles machen. Ach, guck mal, noch eine Lampe.
Daran muss man sich halt gewöhnen. Und... sehr schön. Ja, das ist auch gut. Das leider nicht. Ja. Man bekommt nicht das, was man selber einfällt. Da muss man das Spiel halt selber schreiben. So einfach ist das. Es ist natürlich schwierig zu sagen, ich mache jetzt ein Spiel wie The Long Dark. alleine. Ich meine, es gibt Leute, die können das. Wenn ich zum Beispiel an das Spiel Banished denke, was ja so eine Art, ich sag mal in Anführungsstrichen, so eine Art City Builder ist. Das hat ja auch nur ein Mann geschrieben, das Programm. Und das ist um Längen besser als SimCity. Weil jeder Mensch, der dort drin, ist irgendwie so mittelalterlich oder so ein Dorf, was da halt dann verweilt, es wird bald neblig. Halt, wer das noch nicht kennt, Seeausblick. Und das hat ein einziger Mann komplett geschrieben und ich glaube auch die Grafik hat er sogar selber gemacht. Ja, man sieht aber keine Wölfe. Aber wenn ich jetzt so zeichnen würde, hier. Warte mal, ich würde mich mal zum Beispiel hier hinstellen. So. Ja. Ich meine, ich habe alle Hütten drauf. Ich habe auch, ich meine, wenn man jetzt die... Ich meine, es muss jetzt nicht so super akkurat sein, dass jetzt die Bäume auch mit berücksichtigt werden. Das wäre jetzt so krass, aber... Ich sage, wenn man sich die Bäume wegdenken würde, dann würde man ja die Fischerhütten sehen. Du würdest die... Also diese Eisfischerhütten. Und dann würdest du natürlich die Hütten am See sehen. Das könnte man halt einzeichnen. Ja, man könnte ja dann... Mit Drawing Distance kennen sich an dem Spiel sehr gut aus. Können dann sagen, okay, ab einer gewissen Drawing Distance nur das, was du halt wirklich siehst. Also dann die Steinmännchen zum Beispiel oder einen gewissen Umkreis und so weiter. So, 81%. Würde ich sagen, damit es uns nicht... Naja gut, obwohl, es ist eigentlich... Wie warm ist denn das gerade? Nur mal so interessenshalber, müssen wir ein Stück weggehen. Was, 1 Grad? Das ist immer noch von dem Feuer. Warte mal. Geh mal noch ein Stück weg. Tatsache, krass. Ja, aber das ist am Anfang, glaube ich, immer so. Die ersten, ich weiß nicht wie viele Tage, aber die ersten paar Tage sind relativ... Also kann es relativ mild werden. Das hast du später nur noch sehr, sehr selten. So, wo stehen wir denn? 68%. Ja, da kann man wahrscheinlich sogar noch mal einen halben Liter machen. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Nein, ich muss mich mal so hinsetzen, dass ich auch daran komme. 67. 55. Mhm. Gut, den Rest warte mal jetzt halt so. Das geht ja relativ flott. Ach, Mist, da habe ich doch wieder ein Streichholz verschwendet. Jetzt habe ich schon 2 Streichhölzer verschwendet und wir haben nur noch 7. Alter Schwede. War das nicht gut. Wackel die Wackel, die Maus. 53% stehen wir jetzt. Das Wasser blubbert vor sich hin. Ja. Jetzt bin ich halt überlegen, wo wir halt noch Metallschrott finden, weil wir waren jetzt ja schon auch schon im Damm gewesen. Wir haben jetzt das im Prinzip schon zusammengesammelt und wir brauchen auf jeden Fall halt Sekunde hier. Wenn wir von jedem 1 basteln, brauchen wir allein schon 8 plus halt wie viel Pfeilspitzen wir wollen. Da würde ich mal sagen, 8 Pfeilspitzen, 10 Pfeilspitzen wäre wahrscheinlich schon sinnvoll. Das heißt, wir brauchen 5 Metallschrott plus die 5, 4 sind 10, 13. Ich würde ja am liebsten von jedem Gerät 2 machen. Dann bräuchte man nochmal 8 mehr, 21, wir haben jetzt 5, 4. Ja, rate mal, was da nicht reicht. Ja, wir haben ja kein Werkzeug, stimmt. 7 Minuten bis zum Siedepunkt. Ja, verdammt, dann müssen wir da warten. Ja gut, aber da es ja aussieht, als würde es neblig werden, bedeutet das ja nur Gutes fürs Feuer. So. Ja, das wäre dann weg, das wollte ich jetzt nicht. So gut geht's uns nicht. Warte mal, wir machen das erstmal anders. So. Achtung. Wie lange dauert das? 23 Minuten. Wie lange dauert ein halbes Kilo? 15. Okay. Ah, das war schon besonders köstlich, das Fleisch. Ja, ist verbrannt, genau. 24 Minuten, okay, Sekunde. Da haben wir noch ein bisschen was drauf. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay, jetzt.
ist das hintere fertig. Sehr schön. 15, 12 Minuten. Wie lange brauchen wir denn dafür? 40, das ist zu lang. Ne, da müssen wir kurz warten, bis das fertig ist. Okay, dann kann man im Prinzip hier noch ein bisschen Wasser machen. Und wir brauchen natürlich entsprechend noch ein bisschen. Okay. Ja, jetzt wird's neblig. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. 19 Minuten bis zum Siedepunkt. Okay. Oh, das Feuer ist aus. Das war ja gut. Gut, dann lassen wir das auch aus. Ist ja egal. Das müsste man schaffen. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Gut, dann haben wir noch die letzten Federn von hier. Und dann heißt es ab Richtung Lagerbüro. Sehr schön. Ja, fertig sind wir hier. Ja. Also Schweinsgalopp, bevor hier die Wölfe spitz kriegen, dass wir besonders gut riechen. Sehr schön. Ja, so wirklich viel schlafen können wir da jetzt halt nicht, aber die Prozente kriegt man schon wieder nach oben. Das ist nicht das Problem. Ah, es wird doch neblig. Relativ spät, aber es hat ein paar Stunden gebraucht. Diese Stromleitungen haben immer so Rillen um sich herum. Das ist echt merkwürdig. Okay, warte, das Fleisch haben wir mal separat. Gut. Haben wir hier Kohle abgelegt? Nö. Ja, hier drin ist natürlich jetzt finster. Da haben wir jetzt tatsächlich zwei Laternen, das ist ja nicht schlecht. So, hier vorne ist wieder das Trocknungsgebiet. So. Ach ja, gut. Zu dem Lagerbüro-Inventar schreibe ich natürlich jetzt nichts dazu. Das ist ja nicht notwendig. So, wir haben noch Federn. Komm direkt wieder rein. Das Holz legen wir oben ab. Ansonsten hat sich hier nichts getan. Natürlich haben wir noch Wasser, das können wir aber morgens auslegen. Aber die Lampen sind beide in einem ganz exquisiten Zustand. Achso. Nur für den Fall. So. Das war so eine Zeder. Die Stöcke behalten wir jetzt erstmal. Ja, sonst ist hier halt nichts. So, zum Bett drehen und warte mal, was schafft man so zu schlafen? 7 Stunden vielleicht, das reicht noch nicht. Wir warten mal. 3 Stunden, komm. Ah ja. Sehr schön. Jetzt mit Musik. Ja, jetzt schaffen wir natürlich eine ganze Menge. 10 Stunden schaffen wir jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen wieder 680 Kalorien und wir haben nur noch keinen Dosenöffner. Nee, falsch. Das ist echt strange. In der ganzen Map keinen einzigen Dosenöffner gefunden. Also ich kenne Leben, wo wir damit zugeworfen wurden. Da müssen wir halt gucken, was wir essen. Das sind 450, 500, 650, ja. Ja, dann sind das halt die Dinge. Die Dosen sind dann halt zur Not später dran. Ich meine, ich könnte jetzt rausgehen wegen dem Fleisch. Ja, wahrscheinlich sollten wir das tun. Und solange das Licht hier noch nicht angegangen ist, müssen wir halt mit Lampe raus. Das Radio wird nachher auf magische Weise ausgehen. Ah ja, schön. Machen wir das mal aus hier. Brauchen wir nicht. Komm, weg damit. So, wir brauchen, naja, wir haben 2 Wölfe auf dem Eis. 400, okay. Haben wir noch das kleine Stück finden. Dieses, da ist es. Sehr schön. Dann haben wir genau das, was wir brauchen. Es hat wohl noch nicht die maximale Intensität erreicht, denn ich höre das Trafo-Summen noch nicht so wirklich. Oder haben sie es behoben?
Normalerweise klingt es immer hier, als würde ein Trafo gehen. Naja, und sicherheitshalber ist das Radio aus. So. Es ist ein bisschen heller geworden. Ja, die Aurora ist wohl gerade erst angegangen. Gut. Okay, rennen wir dem Fleisch, würde ich sagen. So, nee. Ja, dann 10 Stunden schlafen. Sehr schön. Da sind wir wieder da. Die Aurora ging relativ lang. Ich meine, wir haben jetzt natürlich bis vormittags geschlafen, aber das ist okay. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil, so. Ja, weil es sonst immer zu kalt ist frühs. Ah, das ist, reicht, glaube ich, dann. Nee, das ist sozusagen ein bewölkter Tag. Okay. Ja, ich bin jetzt noch am Überlegen, wir müssen ja eh nochmal zu den Häusern an dem See. Weil, in der einen Hütte lag noch eine Dose. Ich glaube, von den mittleren war das die erste oder so. Muss man mal gucken. Danke dem Ghost Rider. Guckt man da jetzt nochmal rein. Das sollte man vielleicht tun. Dann machen wir das heute. Da haben wir zumindest ein bisschen Nahrung noch. Nicht viel, aber gut. Das ist ja eher ein Problem. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wo wir das Altmetall herbekommen. Was wir noch brauchen. Weil wir brauchen, sag ich mal, mindestens noch 8. Um wenigstens von jedem Werkzeug eines zu haben. Wir haben diesen Weg noch nicht gemacht. Dann machen wir das jetzt mal. So, die Temperatur wieder minus 12. Okay. Ja, das ist natürlich schon. Nee, wir brauchen nicht. Wir brauchen noch 9. Was rechne ich denn? Wir haben doch nur 4. Altmetall. Ja, so eine Säge hilft halt schon ungemein. Also sowohl beim Kadaver zerlegen als, ja. Halt beim Altmetall sammeln. Der Hammer ist auch sehr wertvoll, weil wir damit uns hervorragend verteidigen können. Dafür ist es wirklich ideal, das Ding. Das ist ein Rucksack. Vielleicht hier mit einer Säge drin. Das wäre mal was. Das wäre ja der Jackpot jetzt. Nö. Ja, und diese Ellens Höhle, was auch immer, Lichtungsgebiet, das haben wir auch noch nicht abgegangen. Das sollte man auch unbedingt noch tun, damit wir da da das abgehakt haben. Und ansonsten war es das halt. Dann sind wir hier fertig. Zumindest was das angeht. So, weiter kommen wir nicht. Nö. Zappati, zopp, zopp, zopp. Ja, wir kennen das. So. Hirsch und Hase. Und ich glaube, die eine Höhle bei diesen Hütten am See haben wir auch noch nicht abgegangen. Also von daher, da haben wir eh noch was abzugehen. Ah, hier ist auch ein Birkenschößling. Sehr schön. Dann haben wir derer schon 6. Ja, ich sollte jetzt auch nicht mehr rennen, damit wir an dem Seil in Ruhe absteigen können. Holz, eine Leiche. Tja, wie immer, relativ leer. Gut. Ah, hier hinten geht die Temperatur rauf, das ist schön.
meine, man könnte theoretisch auch sagen, man geht in mehreren Schritten sich das Zeug schmieden, aber ich meine, aufs Beil könnte ich zur Not verzichten. Das wäre jetzt nicht das Problem. Klar, fürs Holz, ja. Könnte man sich mit den Stöcken zur Not auch zusammensuchen und ich überlege gerade halt, wo sonst noch dieses Beil halt ideal wäre, aber da fällt mir dann auch nichts ein. Weil normalerweise nimmst du ja eigentlich nur zum Holz auseinandernehmen. Du kannst auch zum Verteidigen nehmen, natürlich. Das Messer ist wichtig. Das Messer ist zum Basteln wichtig. Wenn wir dann mal Rehgeschichte, glaube ich, bastelt man ja eh mit Gnäset, kann das sein? Wenn ich jetzt sage, dass da Nähzeug? Nähzeug, okay. Den Wolf, das ist dann mit dem Messer, okay. Ja gut, aber da muss er halt erstmal hinkommen. und das... Ah, stimmt, der Bogen. Genau, Bogen, Pfeile. Das braucht auch ein Messer. Also da brauchen wir sowieso ein Messer. Das Problem ist halt, wir können da nur bisher nur zwei Pfeilspitzen basteln. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Hier war übrigens kein Schößling. Ja, mit zwei Pfeilspitzen kommen wir natürlich nicht sehr weit. Also ein, zwei Metallschrott, das würde echt noch helfen. Dann würde man zwar aufs Beil notgedrungenermaßen oder gezwungenermaßen verzichten. Das würde natürlich auch dem Gewicht zugutekommen letzten Endes. Und ja, ich denke, das macht Sinn. Ich denke, das macht Sinn, weil wir sollten das jetzt nicht so lange rausschieben, weil sonst haben wir dann wieder 20 Tage zugebracht. Klar, wir könnten noch ins idyllische Tal, wir könnten die Küstenstraße und uns da nochmal ein paar Sachen versorgen. Aber letzten Endes fehlt es uns halt am Messer. Ohne den können wir uns keinen Bogen basteln, ohne den können wir nicht auf Jagd gehen. Das bringt ja dann nicht so viel, also von daher. Naja. Die Höhle ist so leer wie ihr Magen. Man könnte sagen, es ist eine Magenhöhle. So, wie sieht das hier aus? Drei Hirsche. Das wäre auch cool zum Jagen. So, jetzt gucken wir noch, ob wir den Wolf hier sehen. Sonst müssen wir wieder übers Eis. Wahrscheinlich ist das eh die bessere Alternative. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir gehen hier nochmal in die Hütte und... Ja, ja. Gucken uns nochmal um, sag ich mal. Sicherheitshalber. Ja, aber erst in der nächsten Folge, weil, wir waren damals auf der Suche nach Feuerzeug und so weiter und das ist, sind wir ein bisschen im Schweinsgalopp durch, weil wir halt echt dringend was brauchten. Das machen wir jetzt nochmal in Ruhe, die gehen nochmal die Hütten durch und vielleicht haben wir auch das Glück, der Bär ist nicht da, dann hätten wir noch eine Eisfischerhütte. Dann würde ich gerne noch zur Ellens Höhle, da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann, ja, ich weiß es nicht wegen dem Altmetall. Ein, zwei Stück bräuchten wir noch. Wir müssen natürlich noch in diese Höhle Richtung Milton gehen, um Kohle zu sammeln. Und idealerweise auch am Rand der Map entlang bis zu den Gleisen oder nicht ganz bis zu den Gleisen, weil da liegt ja auch ab und zu ein Stück Kohle. Ich will es aber auch nicht übers Knie brechen. Na gut, machen wir dann in der nächsten Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns. Macht's gut.